steigen da einfach mal ein, lesen mal den Text. Paulus schreibt, so besteht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Das gefällt uns so, als moderne, freiheitsliebende Menschen, ja, es geht um Freiheit. Besteht in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen, nicht wieder unter Gesetz bringen. Ja, das knechtische Joch nennt Paulus das. Da haben die Rabbiner geschimpft drüber. Die haben gesagt, du kannst doch nicht Gottes heiliges Gesetz als ein Joch bezeichnen, das ein knechtisches Joch ist. Das hat Gott uns am Sinai gegeben. Das ist heilig, Paulus. Du bist ein Wirrkopf und ein Irrlehrer. Hört ihr den Skandal, der da drin steckt? Ja? Aus unserer heutigen Zeit mit 2000 Jahren Abstand können wir das so ganz bequem und gemütlich lesen. Da läuft das so vor unserem Auge ab. Aber damals war das die große Auseinandersetzung zwischen Judentum und Christentum. Ja? Wir kommen da gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber allein, dass er sagt, dass das Gesetz ein knechtisches Joch ist, ja? Aus unserer christlichen Perspektive stimmen wir dem ja zu, aber stellt euch vor, wir wären als Juden groß geworden. Ich zeige euch gleich eine Stelle im Alten Testament, auch, wo es um so Beschneidungsthemen auch geht. Ja? Die sind dem Paulus vorgehalten worden, ja? Siehe, ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasset, so nützt euch Christus nichts. Also entweder Beschneidung oder Christus. Ja? Er sagt, dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ja? Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ja? Ein Teil des Gesetzes zu tun, sagt Paulus, genügt nicht. Das ganze Gesetz. Wenn, müsst ihr das ganze Gesetz halten, sagt er den Galatern. Alle, wie viel auch immer, 100 Gebote. Die Beschneidung allein genügt nicht. Das ging ja damals auch noch, weil der Tempel noch stand und die Opfer noch möglich waren. Ja, da konnte man nach Jerusalem gehen und dann konnte man dort Geld bezahlen und dann konnte man für sich opfern lassen und man konnte auch den Sabbat halten. Das ging ja 20 Jahre später alles nicht mehr. Und danach für 2000 Jahre bis heute geht das nicht mehr, das ganze Gesetz zu halten. Ja? Das geben die Rabbiner auch zu. Die sagen, alles, was das Gesetz verbietet zu tun, dem können wir nachkommen. Aber das, was das Gesetz gebietet zu tun, das können wir nicht mehr tun. Ja? Also sie können nur noch das tun, was man nicht tun soll im Gesetz. Also so typisch jüdische Verdrehung. Ja? Und das, was sie tun sollen im Gesetz, das geht nicht mehr, weil kein Tempel mehr da ist. Ja? Also sagt Paulus, ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefallen. Das ist heftig. Das ist Glaubensabfall, ja? Wir aber warten im Geist, ihr und wir, ja? So sagt Jesus zu Nikodemus, wahrlich, ich sage dir, wir wissen, wovon wir reden, ja? Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Wir waren doch nur zu zweit im Raum, Jesus und Nikodemus. Aber er spricht von wir und ihr, weil das eine Riesenmauer ist, die dazwischen ist, noch zwischen Nikodemus und Jesus, ja? Die wird erst abgetan, wenn Wiedergeburt da ist, wenn der gleiche Geist, der in Christus ist, auch in dem Zuhörer ist. Dann ist das wir. Und das war die große Auseinandersetzung. Ihr habt Christum verloren, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Wir aber warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Wir sind Wartende, wir Christen. Und in der Zeit, wo wir warten, gehen wir arbeiten, erziehen wir Kinder, zeugen von Jesus in der Schule oder zu Hause oder an der Arbeit. Ja, wir sind Wartende. Wir warten darauf, dass unser Herr wiederkommt. Ja? Wir aber warten. Das ist das, was wir tun. Wir warten, dass Jesus wiederkommt. Und dann wird alles neu. Dann wird alles anders. Dann wird alles auch gut. Ja? Dann wird es so werden, wie Gott sich's gedacht hatte mit den Menschen. Ja? Denn, sagt Paulus, denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ein liebevoller Glaube gilt. Nicht, ob man beschnitten ist oder nicht. Ja? Das heißt, Paulus sagt eigentlich, die Erfüllung des ganzen Gesetzes und das, was jetzt in Christus noch gilt, das ist alles durch die Liebe, ist das da. Und deswegen sage ich so gerne auch, wir sollen nicht das Gesetz halten, wir Christen. Wir sollen Christus darstellen. Vielleicht in Schwachheit, aber das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde Christi, weil wir sind ja sein Leib. Wir haben ja einen Teil von ihm in uns, im Geist. Ja? Wir sollen nicht das Gesetz tun, wir sollen Christus sein. Ja?
Wir sollen nicht mehr etwas mit den Händen machen, um etwas zu werden, sondern wir sollen etwas sein, um etwas zu machen. Das ist genau umgekehrt, ja? Und darum geht es eigentlich, das sagt Jesus auch zu Nikodemus, du musst nur eins, du musst von neuem geboren werden. Darum geht es, im jetzigen Heilszeitalter. Und dann sind wir Erstlinge einer großen Ernte, die noch kommt. Erstlinge. Aber wo es Erstlinge gibt, da gibt es ja vielleicht auch Zweitlinge, zumindest mal Zweitlinge, ja? Und vielleicht auch Drittlinge oder Viertlinge, wer weiß das? Wir sind der Anbruch mit Christus. Wir haben die Erstlinge des Geistes bekommen. Was da noch kommt, da staunen wir noch. Aber die Gemeinde Jesu ist Erstling in dieser großen Ernte, die Gott einfahren will. Und unsere noble, adlige Aufgabe ist, Christus darzustellen. Das ist diesem irdischen Israel nicht vergönnt. Das irdische Israel war unter das Gesetz getan, ja? Unter das knechtische Joch. Der Jakob hat ja um zwei Frauen gedient, um die Rahel und um die Lea. Ja, die Rahel war die Ältere, dafür war die Lea die Hübschere. So ist immer ein Ausgleich, ja? Ja? Rahel, oder ich muss sagen, Lea ist ein Bild für Israel. Das ist der alte Bund, der erste Bund. Das ist Lea und Rahel ist die Hübschere, ist ein Bild für die Gemeinde. Warum? Weil die Christi Geist hat. Ja? Wenn Adam Eva gesehen hat, dann sagt Adam, das ist ja Bein von meinem Bein, das bin ja ich. Wenn Christus die Gemeinde sieht, dann sagt Christus, das ist ja Geist von meinem Geist, das bin ja ich. Das ist die Berufung der Gemeinde Jesu, das war Israel nicht vergönnt. Ja? Wenn Adam die Eva sieht, sagt er, das ist ein Teil von mir, das ist mein Rib. Das sagt der Schwab, ja? Ja? Meine Rippe. Ja? Das ist Bein von meinem Bein, Knochen von meinem Knochen. Irdisch. Christus sieht die Gemeinde und sagt, das ist ja Geist von meinem Geist. Das ist wunderschön, was da passiert. Ja? Und ihr seht das auch, wir haben das ja im Galaterbrief in den letzten Kapiteln schon gehabt mit Ismael und Isaak, ja? Dass die beide für ein Bündnis standen. Also Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Wer hat den Segen geerbt? Der Jüngere, der Zweitgeborene. Weil der Zweitgeborene im Bild ist auf die Gemeinde Jesu. Wir sind wie Isaak Kinder der Verheißung. Und Ismael war in dem Bild ein Bild auf das Jerusalem, was jetzt ist und dienstbar ist und unter Gesetz getan ist, sagt Paulus. Ja? Also sind die beiden Söhne Abrahams ein Bild. Die sagen, dieses Bild bedeutet etwas. Das sind die zwei Bündnisse, eins vom Sinai und eins von dem Jerusalem, was droben ist. Das ist der Gedanke. Jetzt hat Isaak aber auch wieder zwei Söhne, Esau und Jakob. Wer hat den Segen geerbt? Der Zweitgeborene, der Jakob. Schon wieder. Das war ja eigentlich gegen das Gesetz. Eigentlich sollte ja immer der Erstgeborene den Segen erben, aber bei den Erzvätern ist das scheinbar immer schiefgegangen. Immer hat der Zweite den Segen geerbt. Warum? Weil Gott zwei Söhne hat, zwei Bündnisse und der Segen Gottes, der ist im zweiten Bund, im Gemeindebund und die Gemeinde besteht aus Juden und aus Nichtjuden, wenn sie denn Gottes Geist haben. Ja? Jetzt hat Jakob einen Sohn, den Josef, und dem Josef werden in Ägypten zwei Söhne geboren, Ephraim und Manasse. Wer erbt den Segen? Der Jüngere, schon wieder. Es ist noch schlimmer, der alte Jakob, der legt seine Hände über Kreuz und segnet die. Ja? Der Josef kommt ja mit dem Ephraim, mit dem Manasse und will die segnen lassen, und der Jakob legt die Hände über Kreuz und sagt dem Josef, nee, Papa, das ist umgekehrt, ich habe sie dir extra so hingestellt, dass du auch so segnen kannst, dass du dem Älteren den Segen gibst. Ja? Und der Josef, der legt die Hände über Kreuz, sodass wir Christen darüber stolpern sollen und sagen, das ist ja schon wieder, da hat ja schon wieder der Jüngere den Segen geerbt. Was macht denn da Gott? Das sind prophetische Geschichten, die deuten auf den Bund der Gemeinde Jesu. Und für euch Christen ist das sehr angenehm und schön, das zu sehen. Wir freuen uns darüber. Aber wenn ich das in der Synagoge sage, fliege ich hochkant raus. Ja? Aber hoch, ich kann gar nicht anfangen, den Satz zu Ende zu machen. Ja? Die fallen mir sofort ins Wort und die werden sagen, das ist alles falsch und raus. Ja? Und das war die Auseinandersetzung hier auch beim Paulus mit der Beschneidung. Ja? Im Abstand ist das alles nicht so,
Na, kann man das so nachvollziehen irgendwo, aber das war eine harte Auseinandersetzung hier bei den Galatern. Und der Paulus, da schlägt es ja Funken, der spart ja da nicht mit klarer Ansage. Ja? Also da ist auch niemand, der irgendwo sagen könnte, ich habe das alles nicht so ganz verstanden, weil er sagt auch hier, ich bezeuge abermals, ich sage das nochmals. Ich sage es nicht nur einmal, ich sage das nochmal, damit das auch jeder gut verstanden hat. Das hat er ganz am Anfang vom Galaterbrief schon mal gemacht. Wer euch Evangelium anders predigt, als wir das getan haben, der sei Anathema. Ich sage es nochmal, ich wiederhole das nochmal, wer euch Evangelium anders predigt, als wir das getan haben, und wenn es ein Engel vom Himmel wäre, der sei verflucht. Ja? Und hier wiederholt er das auch nochmal, ich bezeuge abermals. Ja? Das macht er in Kapitel 5, hat er in Kapitel 1 auch schon mal gemacht. Das ist im Ernst. Das ist im Ernst. Und um das zu verstehen, das Evangelium hier zu verstehen, braucht man Gottes Geist. Und hier trennt sich Spreu und Weizen. Hier. Nicht im Propheten Daniel. Ja? Nicht bei den 70 Jahrwochen. Sondern hier, ob wir das nachvollziehen und verstehen können, hier trennt sich Spreu und Weizen. Ob ihr im Geist seid oder im Fleisch seid, das trennt sich an den Themen. Und hier schlägt es richtig Funken. Paulus sagt, ihr habt Christum verloren, die ihr durchs Gesetz werden wollt. Wenn ihr euch beschneiden lasst, ja, dann habt ihr Christus verloren. In Christus gilt die Beschneidung nicht mehr. Jetzt schlagt mal auf, wenn ihr eine Bibel mit habt. 1. Mose bei Abraham. 5. Mose habe ich gesagt, ne? 1. Mose 17, ab Vers 9. Da wird die Beschneidung eingeführt. Und das, was ich euch jetzt vorlese, das haben die dem Paulus damals vorgehalten. Ja? Da steht, und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und dein Same nach dir bei ihren Nachkommen. Das ist aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Alles. Ihr sollt aber die Vorhaut an eurem Fleisch beschneiden. Das soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Ein jegliches Knäblein, wenn es 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles Gesinde, das daheim geboren oder erkauft ist von allerlei Fremden, die nicht eure Samen sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, das dir daheim geboren oder erkauft ist. Und also soll mein Bund an eurem Fleisch sein zum ewigen Bund. Und jetzt kommt's. Und wo ein Mann nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, darum, dass es meinen Bund unterlassen hat. Rums. Wer nicht beschnitten wird oder sich beschneiden lässt, wird Jikaret, heißt es im Hebräischen, der wird ausgerottet. Dessen Existenz wird vollkommen, wie soll man dazu sagen, die Existenz hört auf, meint dieses Wort. Der wird nichts mehr sein. Jikaret. Das heißt, wenn Paulus hier schreibt, ihr habt Christus verloren, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, ja? Ihr seid von der Gnade gefallen. Er sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, so nützt euch Christus nichts. Dann haben die gesagt, Paulus, du bist ein Irrlehrer. Das ist eine neue, wirre Lehre, die du hast. Da haben wir noch nie was von gehört, von dem, was du hier erzählst. Und wir lesen dir jetzt mal die Leviten. Und die lesen dann 1. Mose und die lesen ihm diesen Vers vor, wenn ein Mann nicht soll, wird beschnitten an seiner Vorhaut, an der Vorhaut seines Fleisches, dessen Seele soll ausgerottet werden. Das ist der Bund Abrahams. Jetzt kriegst du her, der Bund Abrahams, sagst du, wäre ein Glaubensbund und hätte mit der Beschneidung nichts zu tun und wir bräuchten uns nicht mehr beschneiden zu lassen. Du bist ein Wirrkopf. Sowas haben wir noch nie gehört. Das steht in unserem ganzen Tanach, steht das an keiner Stelle. Im Gegenteil, in unserem Tanach steht, wer sich nicht beschneiden lässt, der wird ausgerottet. Jetzt gehst du her und sagst, dass die Galater Christus verloren hätten, wenn sie durchs Gesetz gerecht werden wollen und sich beschneiden lassen. Ja? Du drehst alles auf den Kopf. Wie kannst du hergehen und sagen, dass unser Volk Israel von Ismael abstammt? Soweit wir gelesen haben, denn wir haben uns den Galaterbrief besorgt, ja? Haben wir gelesen, dass du da in Kapitel 3 und 4 erzählst von Hagar und sagst, dass Hagar und Ismael unsere Stammväter wären. Ja? Das können wir dir ganz schnell zeigen, dass du bist ein Irrlehrer und du brauchst erstmal 40 weniger 1, damit du zur Besinnung kommst. Das war das, was dem Paulus entgegengeschlagen ist. Das war Buchstaben. Ja? Die haben das buchstäblich genommen.
weil die den Sinn der Worte nicht verstanden haben. Wir wissen heute, dass das eine ganz selige Wahrheit ist, dass wir uns nicht mehr beschneiden lassen, dass wir nicht mehr opfern. Sonst müssten wir Samstags, glaube ich, ne, müssten wir dann Opfer bringen auch. Das machen wir nicht mehr. Ja? Warum? Weil in der Stiftshütte im Heiligtum auch ein kleiner Altar steht, aber das war nur noch ein Räucheraltar. Der Brandopferaltar, der war im Vorhof, ja? Und im Heiligtum, wo wir sind, da ist nur noch ein Räucheraltar, da wird nur noch Anbetung gebracht, unblutige Opfer, ja? Gedächtnisopfer. Abendmahl ist ein Gedächtnis an Christi Sterben und Auferstehen, schreibt Paulus ja auch, ja? Das heißt, wir sind im Heiligtum und da gibt es keine blutigen Opfer mehr. Deswegen opfern wir als Christen auch nicht. Unser Opfer ist schon gebracht. Deswegen lassen wir uns auch nicht beschneiden. Wir sind schon beschnitten am alten Menschen. Unser ganzer alter Mensch ist abgeschnitten worden. Das ist die wahre Beschneidung. Ja? Das ganze Fleisch ist abgetan. Das ist ja die selige Hoffnung, die wir haben, dass dieser ganze alte Kerl, der immer noch so hochschwimmt, wie der Luther sagt, ja, selbst nach der Taufe noch immer wieder hochkommt, dass dieser alte Mensch, das ist Beschneidung, der ganze alte Mensch ist abgeschnitten, der gilt nicht mehr, das ist Evangelium. In der Beschneidung leben wir ja, das schon. Weil wir das Gesetz dem Sinn nach verstehen. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Unsere Berufung ist nicht mehr äußerlich, sondern innerlich, die ist nicht mehr irdisch, sondern himmlisch. Sie ist nicht mehr ein Tun, sondern sie ist ein Sein. Wir sollen Gott im Fleisch darstellen. Warum? Weil unser Heiland das auch getan hat. Und wir sollen den alten Menschen mit seinen Lüsten und Begierden kreuzigen, weil Jesus das auch getan hat. Das ist unser Gesetz. Und ansonsten vom Gesetz des Sinai sind wir frei. Warum? Weil unser alter Mensch abgeschnitten ist. Und das Gesetz vom Sinai gilt nur für den irdischen Menschen. Ja, und unser irdischer Mensch wird danach geurteilt und wird sterben und wird wieder zur Erde werden. Aber der neue Mensch, der in uns gezeugt ist, der wird ewig sein und der wird bei Christus sein und an dem hat das Gesetz keinerlei Anteil. Aber das durchzupredigen, das hat den Paulus, das hat den was gekostet, ja. Wenn der seine Briefe geschrieben hat im Gefängnis, dem hat der Rücken gespannt, weil der war so vernarbt. Ja, der konnte nicht so gut schreiben. Das waren nicht nur die Augen. Ja, wenn man so einen Rücken ein paar Mal aufgepeitscht bekommen hat, das wächst nicht so gut zusammen. Das entzündet sich dann auch. Ja, das dauert Monate, bis das alles wieder zugewachsen ist. Und dann überlegt man sich gut, ob man das nochmal sagt. Ja, oder ob man vielleicht doch sagt, also gut, Jesus, ja, aber man nimmt die Beschneidung mit dazu, weil so eine Aktion möchte ich nicht nochmal haben. Ja. Ja? Und die Juden haben zu ihm gesagt, du redest wieder diese Städte und wieder das Gesetz und wieder die Beschneidung. Ja? Das ist das, was du hier tust. Hier, ja? Du sagst, wir müssen uns nicht mehr beschneiden lassen. Komm, wir lesen dir die Leviten. Wir haben die Bibelstelle für dich. Du kannst sie nachlesen. Wir können die heute auch nachlesen. Versteht ihr diese harte Auseinandersetzung zwischen Fleisch und Geist, zwischen irdisch gesinnt und geistlich gesinnt, zwischen Buchstabenchristentum und geistlichem Christentum? Das ist ein Unterschied. Ja? Und diese Linien, die zieht der Paulus hier und er sagt, wenn ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, und weil ihr euch beschneiden lasst, ja, dann habt ihr Christus verloren. Denn in Christus gilt keine Beschneidung mehr und auch kein Unbeschnittensein, sondern der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Es gilt eine neue Natur. Na ja, sagen die Galater, habe ich mich jetzt ja umsonst beschneiden lassen. Es war ja auch teuer, es hat auch wehgetan. Du willst ja wohl nicht sagen, dass es jetzt umsonst war. Außerdem lebe ich genauso, wie das Gesetz das sagt, hier 1. Mose. Ich werde nicht ausgerottet, aber du schon, Paulus. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, wie hart die Auseinandersetzungen da waren? Und deswegen sage ich, daran scheiden sich die Geister. Nicht am Daniel. Ich liebe das mit dem Daniel und Jahrwochen und das alles. Ich mache das gerne. Ich freue mich einfach darüber, weil es auch passt und weil es auch Aussage hat und Tiefe. Aber hier ist der Punkt, wo die Scheidung ist. Ja? Und deswegen ist Paulus da auch so klar, ja? Ihr liefet fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solch Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Das ist ein Überreden, ja? Und manche Menschen kann man überreden, die werden unsicher und die Kultur prägt, Umgang prägt, ja?
Und es kann sein, dass solche Leute dann auch überredet werden und dann, wie der Petrus auch, ja, da kommt der Jakobus und da lässt er sich halt mitziehen, sogar der Barnabas heuchelt, ja. Und der Paulus steht dahin und sagt, Rums, vor allen, ja, gehört sich eigentlich Paulus, macht er aber. Warum? Damit das Evangelium bei uns bleibt, damit wir 2000 Jahre später noch auf diese Worte hin predigen können, ja. So wichtig war das. Jetzt stellt euch vor, ihr müsstet euren Glauben so leben, dass nochmal 2000 Jahre Generationen danach ihren Glauben auf euer Leben und euer Tun aufbauen könnten. Überlegt mal, ja? Nur mal so als Anregung, ja? Ich meine das nicht böse, ne? Nur mal so als, mal nachzudenken, was hier passiert, ja? Ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig, sagt der Paulus. So ein bisschen Sauerteig, wenn es lang genug im Teig ist, dann zieht es überall durch, ja? Es geht überall durch. Und so ist es auch, wenn man den Juden ein Jude ist. Das ist gut und das ist auch okay. Aber das kann in zweiter und dritter Generation dazu führen, dass christliche Missionare in Israel plötzlich mit Rabbinern sehr engen Kontakt und Verkehr haben. Und die sind dann irgendwann heimlich jüdisch geworden. Und es gibt einige Missionare, von denen man weiß, dass sie sich haben beschneiden lassen. Ich nenne ja nicht immer Namen, jetzt nenne ich keinen Namen. Ja. Aber das weiß man ja. Das weiß man. Jetzt stellt euch vor, man liest da Galater. Ist dann da noch Segen drauf vom Herrn? Da werden Predigten zu Vorträgen. Ja? Da werden Predigten zu Referaten. Ich unterscheide da ein Referat oder ein Vortrag, ist alles gut. Ja? Aber die Predigt des Wortes Gottes ist nochmal was anderes. Warum? Weil da Gott seinen Geist reingibt. Ja? Und so jemand, der sich da hat beschneiden lassen, damit er auf beiden Hochzeiten tanzen kann, ja, der fängt an, diesen Kompromiss zu machen. Und dann wird so ein bisschen Sauerteig, versäuert zum Schluss den ganzen Missionar. Den ganzen Kerl. Ja? Und der ist dann für Jesus nicht mehr tauglich. Ja? Und man hört den immer noch predigen, der macht auch noch Videos, der hat auch über den Feigenbaum gepredigt und über die Endzeit Israels und war da auch sehr bekannt. Hat aber auch gepredigt mit der Kippa auf, wenn man genau hinguckt. Ja? Sollen Männer ja nicht, sollen ja ohne Kopfbedeckung sprechen, ja. Und dann merkt man, da hat einer einen Kompromiss eingegangen und das hört man, das spürt man. Ja? Wenn man da geübte Sinne hat, wir sollen ja geübte Sinne haben, ne? Sagt der Hebräerbrief, um Gutes und Böses zu unterscheiden. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist doch ganz einfach, Bös ist schwarz und Gut ist weiß. Das ist doch nicht so schwer, ja? Jetzt sagt der Hebräerbrief aber, dass wir geübte Sinne haben müssen, um dahinter zu schauen. Ja? Nicht um hinter allem was zu argwöhnen. Aber Jesus sagt, urteilt nicht, was vor Augen ist, sondern urteilt ein rechtes Gericht. Schaut da, seid ihr in der Lage, dahinter zu schauen? Es gibt eine Geistesgabe im Neuen Testament, die heißt die Gabe der Geistesunterscheidung. Ja? Und da hat ein Bruder gesagt, das wird in der Endzeit sehr wichtig werden, weil es so viel Verführung gibt. Und viele sehen ganz weiß aus und sind eigentlich ganz schwarz. Und der Engel, wie heißt das, der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Ja? Und viele fallen darauf rein. Und Übung, geübte Sinne heißt, wiederholt etwas tun, scheitern, wieder neu anfangen. Üben heißt wiederholen und lernen zu beurteilen. Als ich zum Glauben gekommen bin, da bin ich mit meiner Mutter und mit meiner Schwester in Bibelstunden gefahren und auf der Heimfahrt haben die immer die Predigt diskutiert. Und es war mir ganz hilfreich, weil ich habe gelernt einzuordnen, was habe ich da gehört. Ja? Die kannten sich schon gut aus in der Bibel, ich war ja da ein Neuling, habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber die kannten sich gut aus und die haben das in den Gesamtzusammenhang der Bibel eingeordnet. Wo hielt sich die Predigt auf? Ja? Was war da Inhalt? Wie hat er was gedeutet? Was sagt die Schrift? Das war für mich ganz wertvoll, so eine Predigt mal so kommentiert zu bekommen. Was ist da abgelaufen? Ganz wertvoll. Und es bringt einen so ein bisschen mit Schwung in die Bibel rein. Und da bekommt man geübte Sinne zu hören. Wenn ihr länger gläubig seid, ihr hört, wenn jemand aus einer Brüdergemeinde kommt, hört ihr, die haben ein bestimmtes Vokabular. Ja? Die sprechen vom Tisch des Herrn. Ihr hört auch einen Alphasöhner, der spricht immer von den Äonen. Ja? Oder vom paulinischen Evangelium, das ist auch oft dort, ja, also angesiedelt. Da gibt es so bestimmte, deine Sprache verrät dich, sagen sie zum Petrus in der Nacht, wo Jesus verraten wurde, ja. Und das gibt es im christlichen Lager auch. Wir sollen nicht hinter allem was argwöhnen, ja, und wir sollen auch ein weites Herz haben. Habe ich auch theologisch, also ich habe ein weites Herz, ja. Bitte? So hat Jesus gehört. Das ist ein guter Hinweis, ja. Jesus gibt manchmal Antworten auf Fragen von Leuten, wo ich gedacht habe, das hat er doch gar nicht gefragt. Ja, oder? Ja. Aber wenn man das genau liest und darüber nachdenkt, dann merkt man, Jesus hat dem ins Herz geguckt.
Und der wusste vielleicht selber nicht, was er fragen wollte. Ja? Und Jesus gibt ihm die Antwort, die er eigentlich gemeint hat. Und wenn wir im Geist wachsen, dann werden wir solche Leute. Warum? Weil wir uns selber kennen. Wir haben mal ein Problem gehabt und eine Sorge und eine Not und gehen mal, ich habe jetzt gesagt vor ein paar Tagen, so in die Höllenfahrt des eigenen Ichs und lernen uns mal kennen, was so schlummert in uns. Und je besser wir uns kennengelernt haben und uns dieser Schule nicht entzogen haben, desto mehr schmecken wir, was mit jemand anderem ist. Ja? Wir schmecken, wer vor uns ist. Wir schmecken, wie der denkt, wie der glaubt. Und das kann eine ganz gesegnete Gabe sein. Das gibt Gott manchen Menschen auch ganz besonders. Ja? Die haben eine Seelsorge, die haben vielleicht nicht so die Möglichkeit, irgendwo zu predigen oder so öffentliche Dinge zu tun. Aber im direkten Gespräch miteinander, was zu spüren, zu sagen, da drückt der Schuh, und da hineinzusprechen und jemandem hilfreich zu sein, das ist was ganz Feines, ja. Und das geschieht durch Gottes Geist. So wie wir uns selber durchrichten lassen von Gott, so entsteht ein ganz neues Verständnis Stück für Stück im Wort Gottes. Und ich kann mich selber erinnern, wo es manchmal so ein Knoten losgegangen ist, ja, wo man sagt, jetzt verstehe ich, was der Paulus da schreibt oder was da im Alten Testament steht. Das ist, ja, und es wird immer mehr und man wird immer mehr heimisch dabei, ja. Und der Galaterbrief hat mir die meiste Mühe gemacht, muss ich sagen, weil ich das so schwer fand. Worum geht es denn hier eigentlich im Kern? Damals ging es um die Beschneidung. Ja? Aber die Beschneidung ist ja schon weit, weit weg. Da haben wir Christen ja gar kein Problem. Ja? Aber es gibt im Christentum auch, sorry, ich rede mal so ganz frank und frei, ja? Es gibt auch Pharisäer im Christentum. Ein russlanddeutscher Bruder hat gesagt, so mit seinem rollenden Akzent, der Pharisäer ist noch nicht ausgestorben. Ja? Das hat es im Christentum auch gegeben. Irdisch gesinnte Christen, das gibt's, ja. Und deswegen sagt der Jakobus auch, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Kennt ihr die Stelle? Ja, ne? Wisst ihr, wie die immer ausgelegt wird? Sozial. Hört einander zu, lasst den anderen ausreden, streitet nicht. Einverstanden, ja? Gewaltfreie Kommunikation, dankeschön, ja, sehr gut, ja, ja? So, was steht denn da eigentlich? Da steht eigentlich, seid schnell zum Hören auf das Wort Gottes, wenn gepredigt wird. Seid schnell zu hören, hört zu, versteht, was da gepredigt wird. Langsam zum Reden, langsam zum Verurteilen, langsam zum Zerreden. Ja? Und langsam zum Zorn, langsam sich darüber zu erregen und zornig zu werden. Das heißt, das, was der Jakobus sagt, das ist vertikal. Da geht es darum, wie ich auf, ich sage jetzt mal jetzt, ich rede ganz einfach im Äther, rede ich, ja. Da geht es darum, wie das göttliche Wort auf mich wirkt, wie ich damit umgehe, ja. Schnell zum Hören, hinhören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und es geht darum, wie ich dieses Wort, was ich von Gott letzten Endes empfange, durch seinen Geist, wie ich darauf reagiere, ja. Und das Fatale ist, dass irdisch gesinnte Prediger diese vertikale Richtung umdrücken und machen daraus ein horizontales Evangelium. Wie hast du gesagt? Gewaltfreie Kommunikation, ja? Das ist ein Drama. Da passiert ja noch viel Schlimmeres, als dass da jemand was nicht verstanden hat oder Thema verfehlt, hieß es früher bei der Klassenarbeit, ja? Da redet jemand, der ist irdisch gesinnt, der liest das in Jakobus und das Erste, was ihm einfällt, ist, ja, man muss sich gegenseitig ausreden lassen. Der müsste doch geistlich gesinnt sein, müsste sagen, Moment, Jakobus schreibt doch hier über die Predigt. Es geht doch um das göttliche Wort, was in der Predigt an den Menschen geschieht. Und in dem Zusammenhang sagt er das. Ah, sagt er, das ist nicht horizontal, das ist vertikal. Das ist nicht Altes Testament irdisch, das ist Neues Testament, das ist himmlisch. Aber wir sitzen oft unter so einer irdisch geprägten Predigt, ja? Was ist mit meinem Leben? Wie gelingt mein Leben? Ja? Was ist mit mir, mit meinem Ehepartner, mit meinem Job, mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten, mit meiner Verdauung, mit meinem eingewachsenen Zehennagel? Ja, das ist ein Drama. Entschuldige, ich spotte jetzt ein bisschen, ja? Ihr seid mir nicht, ja? Aber das ist irdisch gesinnt. Und man predigt auch irdisch, weil damit die Gemeinde voll wird, ja? Ich habe gehört von einem Pastor, der sagt, wir sind dabei, wir wollen die Tausender-Marke knacken. Ich habe noch nie was Niederträchtigeres gehört von einem Hirten in der Gemeinde, als dass er die Gemeindeglieder und die Glieder Jesu Christi auf eine Zahl reduziert. Oder wir wollen die Tausender-Marke knacken. Hallo? Was habt ihr für ein Ziel?
Ich habe in Aachen in der Gemeinde gesagt, also wir halten uns immer an Gottes Wort und wenn die Gemeinde dann wächst, dann freuen wir uns. Und wenn die Gemeinde nicht wächst, dann haben wir uns wenigstens an Gottes Wort gehalten. Ist das schon mal was, ja? Ist das schon mal was? Aber dieses Irdische, dieses Humanistische, dieses Soziale, wo das Evangelium plötzlich runtergedrückt wird und flach gemacht wird und irdisch, ja, für den irdisch Gesinnten. Sie sind von der Welt und sie reden von der Welt und die Welt hört sie. Ja? Das passiert dort. Und wenn ich das höre, ich habe das öfters gehört, diese Jakobusstelle, ich erschrecke mich da innerlich. Ich muss auch da nicht direkt aufspringen und sagen, da, Bruder, du hast das jetzt dogmatisch falsch verstanden. Ich mache das auch nicht, ja. Aber innerlich erschrecke ich da oft und sage, was, ist da Geist Gottes? Die Pastoren müssen in der Predigt den Geist der Menschen hinaufführen zu Christus und den mit Christus in Verbindung bringen. Das ist die titanische Aufgabe. Die dauert mindestens 15 Minuten, bis so eine Gemeinde mal still wird, anfängt zu hören, die Gesichter offen werden und wie der Gedanke Raum greift in den Herzen und die langsam an. Und das ist die Aufgabe, die Gedanken hinauf zu Christus. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus, dass er sei der Herr. Ja? Das ist evangelische Predigt, das ist Predigt des Evangeliums. Und oftmals kommen wir in zweit- oder drittklassige, wie sagt man dazu, mir fehlen die modernen Worte da immer alle so, Impulsvorträge für psychologische Selbstheilung. Ich will da nicht so spotten, ich will euch das nur sagen, ja, weil ich das erlebe heute. Das ist der Abfall der Christenheit. Die ist horizontal geworden, die ist karitativ geworden, die ist emotional geworden. Selig ist die geworden, selig und nicht mehr geistlich, ja. Das ist unsere Auseinandersetzung heute. Wir haben nicht mehr so sehr die Probleme, dass wir uns gegen die Beschneidung abgrenzen müssten, ja? Sondern wir haben die Probleme, dass wir nicht mehr satt werden in den Verkündigungen von einem verflachten Evangelium. Ja? Flach, weil inhaltslos und flach, weil es nicht mehr hinaufführt, sondern nur noch horizontal ist. Ja? Bei uns in der Bibelstunde hat jemand gesagt, ja, Jesus ist gestorben für ein gelingendes Leben. Dass wir ein gelingendes Leben haben. Ja, sage ich, das hätte Paulus wahrscheinlich auch so unterschrieben, ja. Ja, ich vermute, dass es bei euch auch so ist, ja. Und das ist ja, das macht den geistlichen Menschen nicht satt. Wir haben einen anderen Hunger. Wir haben einen Hunger, den kein Mensch auf der Welt stillen kann, ja. Also das ist, den Hunger kann nur Jesus stillen. Das sagt ja der Petrus auch, ja. Der Herr Jesus sagt ja auch, wollt ihr auch gehen? Dann geht doch, ja. Ich brauche keine Tausendermarke zu knacken, sagt Jesus, ja. Und dann sagt der Petrus, wohin sollen wir denn noch gehen? Wo sollten wir denn jetzt noch hin, nachdem wir dich gehört haben, oder? Da bricht einem ja das Herz, ja. Du hast Worte ewigen Lebens. Also, wow. Ja, und das ist hier auch so. Der geistliche Mensch wird von sowas nicht satt. Der geistliche Mensch sucht etwas anderes, der sucht Himmelsspeise. Und die entsteht nicht durch einen Vortrag oder durch ein Referat. Die entsteht durch das Predigen des Wortes Gottes, denn da hat Gott Verheißung drauf gelegt. Und zwar nicht auf den Buchstaben, sondern auf den Sinn, auf den inneren Kern dessen, was Gott da sagt. Ja? Zwei Tauben, die geschlachtet werden in ein Gefäß. Und das ist ein Bild für die Auferstehung. So verstehen wir Gottes Wort. Nach dem Willen Gottes nach. Ja? Ich versehe mich zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Das ist schön. Ja, sagt er. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, sagt Paulus da so zu den Galatern. Er wirbt um sie. Ja? Er will die sich verärgern auch, ja? oder auch verlieren. Ja? Er sagt, ich glaube, das ist altes Lutherdeutsch, ja? Ich versehe mich zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Sagt er, eigentlich wisst ihr, dass es stimmt, was ich euch sage. So ruft er sie. Ja? Wer euch aber irre macht, da geht es um irre, Shishi im Kopf, ja? Verdreht. Ja? Wer euch verrückt macht im Kopf, der wird sein Urteil tragen, egal wer er ist. Und wenn es der Papst in Rom wäre, das ist der Paulus vollkommen egal. Und wenn es der Petrus wäre oder der Jakobus, der kennt hier gar kein Pardon, der Paulus, oder? Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich denn Verfolgung? Warum ist mein Rücken denn so vernarbt? Wenn ich die Beschneidung noch predigen würde, hätte ich Ruhe. Ich muss nur einen kleinen Kompromiss machen. Dann lassen die Juden mich in Frieden. Dann kann ich immer noch den Messias predigen. Ja, ich muss nur halt von der Beschneidung, muss ich sagen, lasst euch halt noch beschneiden. Dann sind die zufrieden.
Ja? Im Dritten Reich, du musst nur sagen, einmal Heil Hitler, dann kannst du auch weitermachen. Ja? Oder wenn du so ein ganz gefährlicher Pfarrer warst, dann sperren wir dich halt 3 Wochen ein, wie den Wilhelm Busch. Und nach 3 Wochen Einzelhaft kommen sie dann zu ihm und sagen, plötzlich ganz freundlich, wie die Katzen, schreibt er, ja. Wir haben einen Job für dich als Oberverwaltungsrat in der Behörde mit Rente für deine Frau und für deine Kinder und alles. Du sollst halt nicht mehr predigen, aber wir versorgen dich schon, wir sind dir nicht böse. Und er sagt, du machst das dann nach drei Wochen Einzelhaft und bist froh und denkst, dass du bald wieder nach Hause kommst, und dann kommen die mit so einem Angebot. Da kommst du schon ins Überlegen. Ja? Du darfst ja auch weiter privat von Jesus reden und so, aber halt eben nicht mehr als Pfarrer. Oder im alten Rom, du musst nur einmal sagen, Heil Kaiser, einmal im Jahr, ja, Heil Cäsar oder was auch immer, und dann könnt ihr Christen auch weitermachen. Und die haben das nicht alle. Manche haben es gemacht, manche haben es nicht gemacht. Ja? Wir haben ja noch gar nichts erlebt. Ja, wir sind ja noch ganz ungeübt in den Dingen, ich auch. Ja? Wie werden wir uns verhalten, wenn sowas mal auf uns zukommt, wenn es enger wird? Ja? Das kann ja passieren. Stellt euch vor, im Iran, wenn sich die Christen unterirdisch da treffen und da ist so ein Plappermäulchen bei, ganz arglos und auch nicht böse, ja? Die müssen ja sagen, du kannst leider nicht an diesen Gemeinschaften teilnehmen, weil du uns alle gefährden würdest. Das finde ich grausam. Das passiert in Verfolgungszeiten, ja. Das kennen wir so nicht. Hier kann jeder kommen und ist alles, wir können bei offenem Fenster hier und Musik machen, ja. Aber das ist in anderen Situationen halt anders, ja, wo Christen auch verfolgt werden, ja. Und Paulus sagt auch, also ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich denn dann Verfolgung? Warum ist mein Rücken denn so vernarbt? So hätte ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Aha, wichtige Info. Es gibt ein Ärgernis, das Kreuz ist ein Ärgernis der Welt. Ja? Die Welt ärgert sich darüber, die lehnt das ab. Als ich noch nicht Christ war, habe ich mich geärgert über die Frommen. Ja? Das war mir ein Ärgernis. Warum? Weil ich mich so ertappt gefühlt habe, dass mein Lebenswandel ziemlich blöd ist. Ja? Und es war mir ärgerlich. Und das Kreuz richtet Ärger an, das richtet Auseinandersetzung an, das entzweit Menschen, das vereint aber auch Menschen. Das ist das Ärgernis des Kreuzes. Und das wird nicht abgebogen dadurch, dass man plötzlich dann die Beschneidung akzeptiert oder auch anfängt, horizontale Predigten zu machen, damit man noch überall eingeladen wird. Ja? Das hört damit nicht auf. Wir müssen uns bewusst sein darüber, dass es dieses Ärgernis gibt des Kreuzes. Und das gilt nicht nur in Richtung derer da draußen, sondern das gilt auch innerhalb einer verunkrauteten Christenheit. Jetzt habe ich wieder was Böses gesagt, ja? Denn die Christenheit verunkrautet in der Endzeit. Und ich sage das, ohne euch anzugucken und jemand zu meinen, oder ich sage das im Laborfall, ja, einfach weil das Wort Gottes das sagt. Ja, ich freue mich mit euch, ich will niemanden kritisieren da, aber ich muss das trotzdem mal sagen. Die Christenheit ist verunkrautet, da ist Taumellolch zwischen. Der sieht aus wie Weizen, hat aber, glaube ich, 2 oder 3 Rispen. Und der ist giftig. Und der wächst auch mit. Und Jesus sagt, lasst es auch mit wachsen. Das mache ich am Ende der Zeit. Aber wir müssen uns darüber bewusst sein, dass es das gibt. Es gibt Vermischung. Es gibt Christen, die sind sonntags hyperfromm und montags als Chef so schlimm, dass die Leute im Ort sich darüber beschweren und sagen, das soll ein Christ sein. Das gibt's, ja. Und viele, viele andere Dinge auch. Wir hatten einen Pastor, der die ganzen Schwestern angebaggert hat. Das war ein Hirte der Gemeinde Jesu, der ist zum Wolf geworden. Ja, und manche Schafe hat er gerissen. Was macht man damit? Den kannst du nur rausschmeißen, ja? Und je schneller, desto besser. Und es ist unangenehm, weil manche von den Schwestern haben zu mir gesagt, ja gut, Achim, vielleicht braucht er das ja. Ja, das war eine einflussreiche Schwester in der Gemeinde. Vielleicht braucht er das ja. Ja, seine Frau war schwer krank. Und es gibt ja Eros und es gibt Phileo und Agape. Ja, aber Eros gibt es auch in der Bibel. Das waren seine Aussagen. Ja, vielleicht braucht er das ja. Da kriegst du richtig Ärger, ja, wenn du da fürs Evangelium sagst, das geht nicht. Hört sich alttestamentlich an. Ja, 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 genau. Gut, weil dann hätte mir auch 2, 3 Frauen zugestehen können oder so, ja. Eine Lea, eine Rahel, alles biblisch, ja. In der Bibel kann man alles machen, wenn man will, ja. Ja. Aber ihr versteht das, ja? Wenn man da eintritt fürs Evangelium und trifft da Entscheidungen, da kriegt man richtig Gegenwind. Ja? Das kostet was, das ist unangenehm. Aber es gibt dieses Ärgernis des Kreuzes und da müssen wir uns darüber bewusst sein. Und das hört nicht auf, bis Christus wiederkommt, dieses Ärgernis. Das ist Nüchternheit im Glauben, das zu wissen. Ja?
wollte Gott, dass sie auch ausgerottet würden, die euch verstören. Das ist keine Emotion, das ist Klarheit. Das ist ein Geistesschwert, das schlägt einfach durch. Dankeschön, ja. Das ist überhaupt nicht diplomatisch, ja. Das pflügt da einfach durch. Seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Hört das an. Denkt drüber nach. Ganz genau, so habe ich es auch gehört, ja. Und du darfst halt auch Motive nicht beurteilen. Motive kann man nicht beurteilen, ja. Und die versuchen dir das Schwert, dieses Schwert des Geistes, versuchen sie dir aus der Hand zu nehmen. Ja, die versuchen das zuzukleistern, die Klinge. Die kippen da heißen Kunststoff drüber, dann verklebt es, ja. Oder die versuchen das wegzuschlagen oder wegzudrücken oder sagen, du bist so gesetzlich oder du bist so lieblos oder du willst Motive beurteilen, die du nicht beurteilen darfst. Und dieser süße, warme Wind, der dann plötzlich weht, der soll dich schwach machen. Ja? Da gibt es in der Bibel eine Geschichte, oh, war das bei dem Samuel, bei dem Agag, ja, dieser Amalekiterkönig, der wird gefangen genommen. Und irgendjemand sagt zu seinem Sohn, nimm das Schwert und schlag den entzwei. Und dann ist er zu schwach, der traut sich dann nicht. Ne? Dann nimmt der Gideon das Schwert und schlägt den mitten auseinander. Hauptsache, es macht jemand, oder? Ja? Pineas mit dem Spieß, Mann und Frau durchstoßen. Manchmal ist das gut, ja, dass man ganz geradlinig da ist. Und ich fand das interessanter in der Bibel, dass der Gideon dieses Schwert seinem Sohn gibt und der hat sich nicht getraut gegen den Agag. Und wisst ihr, was der Amalekiterfürst Agag sagt? So vertreibt man des Todes Bitterkeit. Lasst uns wieder gut sein. Ist ja nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Ja, passiert doch jedem Mal. Und so vertreibt man des Todes Bitterkeit. Was für eine Frechheit. Was für eine, ihr könnt das nachlesen, ganz spannend, ja, Agag, wenn ihr das googelt, kommt da relativ schnell hin, A-G-A-G. So vertreibt man des Todes Bitterkeit. Ich kenne das nur nach der alten Luther, vielleicht übersetzt die Elberfelder da anders, ja, aber der sagt, komm, lass es wieder gut sein. Tu das Schwert weg. Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Und das hat den Samuel so geärgert, dass er das Schwert nimmt ohne ein Wort und er schlägt den mitten in zwei. Das gibt's schon mal im Reich Gottes, ja. Luther hat das mit Erasmus gemacht, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ja? Ihr aber, liebe Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet. Also die Freiheit in Christus heißt ja nicht, dass wir jetzt als Egozentriker leben dürfen und durchs Leben gehen sollten. Ja? Wir sind ja nicht ohne Gesetz, aber wir sind in dem Gesetz Christi. Wir sind in dem Gesetz des Geistes. Wir sind in dem Gesetz der Freiheit. Ja? Ihr seid zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Warum? Weil das die Erfüllung des Gesetzes ist. Ja? Denn alle Gesetze, das ist einer meiner liebsten Verse, ja, im Galaterbrief, denn alle Gesetze, alle 613, werden in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Das heißt, das ganze Gesetz wird so erfüllt. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und weil das Gesetz Ausdruck des Willens Gottes ist. Und deswegen ist auch nur die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Da schließt sich dann der Kreis, ja? Da haben die Pharisäer geschimpft. Die haben gesagt, nee, wir haben doch gerade 1. Mose 17 gelesen. Beschneiden musst du aber auch noch. Ja, mit deiner Liebe, das kannst du aber beschneiden auch noch. Und opfern auch noch. Ja, das Opfer Jesu reicht nicht. Und wenn er es nur als Gedächtnis noch macht. Und diese Trennung da, das war das die große Auseinandersetzung bei dem Paulus. Es ging nicht mal mehr so sehr darum, zu opfern oder nicht zu opfern, sondern dass sie diese Haltung, die sie hatten, dass sie vergessen haben, was Christus getan hat und wieder zurückgehen in diese irdischen Vorschriften. Ja? Und dann sagt er so, ihr euch aber untereinander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Ich war zum Teil in sehr gesetzlichen Gemeinden. Da herrscht keine Liebe, da herrscht Perfektion. Die Brüder haben die richtige Bibelübersetzung, Elberfelder 1871. Die Frauen haben ein Kopftuch auf und einen Rock an, wie sich das gehört. Da gibt es bestimmte ungeschriebene Gesetze, die muss man kennen, dass man da nicht blöd auffällt. Ja? Das ist aber ungeschrieben, es geht da so rum. Ja? Und es wird dann biblizistisch. Und darunter erstickt das Kind Gottes. Das kann diesen Gesetzesdruck nicht aushalten.
Also es gibt in der Bibel wenige Stellen, die dreimal vorkommen, aber eine Bibelstelle kommt dreimal vor und das ist, du sollst das Böcklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Kennt ihr das? Ja, ne? Wer kommt denn auf so eine Idee? Du nimmst ein kleines Zicklein, erst nimmst du der Mama, nimmst du die Milch ab, machst die Milch auf 100 Grad und steckst das Zicklein da rein. Die Juden haben daraus Koscher gemacht, ja, kein Fleisch und Milch essen. Koscher, Küche, Milchküche, Fleischküche, ja. Also irgendwas ist ihnen eingefallen dazu. Aber wenn man im Neuen Testament sagen würde, sagt der Petrus, seid begierig nach der lauteren Milch des Evangeliums, ja. Das heißt, die Bibel vergleicht das Evangelium als reine Milch. Was das kleine Böcklein trinken soll. Du sollst das nicht in der Milch zu Tode kochen. Du sollst dem Böcklein die Muttermilch geben, dass das groß und stark werden kann. Dafür ist doch Milch da. Aber wenn man jetzt das Evangelium so heiß macht wie die Milch, so gesetzlich heiß, und dann die jungen Christen in dieses gesetzliche Evangelium reinsteckt, dann sterben die. Ja? Deswegen steht das dreimal im Gesetz. Es gibt nicht viele Sachen in der Bibel, die dreimal erwähnt. Die Wiedergeburt Jerusalems, das ist dreimal erwähnt. Das wäre so eins der Beispiele, die ich noch wüsste. Aber das auch. Und die Gesetzeslehrer, die kommen eines Tages in den Himmel und sagen, Herr, habe ich das nicht toll gemacht, ich habe überall das Evangelium weitergegeben. Nein, sagt Gott, du hast das Böcklein in der Milch der Mutter gekocht. Das hatte ich dreimal verboten. Du hast kein Evangelium gepredigt, du hast Gesetz gepredigt. Du hast das Böcklein tot gekocht. Und als das Böcklein das nicht mehr ausgehalten hat und in die Welt zurückgegangen ist, hast du es noch ausgeschlossen. Ja, ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Da war eine Schwester, die hat diese Gesetzlichkeit nicht mehr ausgehalten. Ich war meistens am Wochenende nur da, weil ich in Aachen ja studiert habe und die Gemeinde war im Siegerland. Und von Wochenende zu Wochenende wurde das biblischer da. Ja, so, bis man irgendwann gar keine Luft mehr gekriegt hat. Es wurde dann hyperbiblisch irgendwo. Ja, und dann hat diese junge Schwester, die hat irgendwann gesagt, ich schaffe das nicht mehr, ich gehe zurück in die Welt. Und deren Eltern waren verstorben, die waren früh Waisen geworden. Ihre Schwester hat in Berlin gelebt. Und die, so hieß die, Vorname kann ich ja sagen, die ist dann wieder zu ihrem alten Freund gezogen. Die war befreundet mit ihm und hat auch wieder mit dem zusammengelebt, bevor sie gläubig war. Weil die wusste überhaupt nicht, wohin, ja. Sondern ich komme dann sonntags von Aachen in die Gemeinde und die sitzen da alle da und sagen, also bevor wir Abendmahl halten, wir sollen ja Abendmahl im Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit halten und nicht im Sauerteig der Bosheit. Deswegen müssen wir erst noch ausschließen, weil die ist jetzt ja in die Welt zurückgegangen. Und dieser Ausschluss muss jetzt von der Gemeinde einstimmig anerkannt werden, weil wenn das nicht einstimmig ist, ist das nicht vom Geist Gottes. Ja, sage ich bin schon mal dagegen, dann ist das nicht so vom Geist Gottes scheinbar, ja? Ja? Ja, dann bist du vom Teufel. Aha, sage ich, wieso bin ich denn vom Teufel? Naja, der Teufel verzögert und du verzögerst jetzt, dann bist du vom Teufel. Also sage ich, Dankeschön, wir waren noch mal Freunde, was ist los mit euch? Galater. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange wisst ihr denn davon, dass die Gemeinde verlassen hat? Ja, seit letzten Montag. Ja, sage ich, dann verzögert ihr doch. Habt ihr den nicht mal besucht? Nee, haben wir nicht gemacht. Ja, dann verzögert ihr aber, nicht ich. Hätte die ganze Woche klären können. Ja, das muss aber einstimmig beschlossen werden und ja, sag ich, dann müsst ihr das ohne mich beschließen. Ich schließe nicht aus, weil ich hatte schon so einen, manchmal hat man ja so einen Eindruck, wenn man irgendwo hinkommt. Ne? Ich habe mir schon gedacht, was da läuft. Und wenn ich das noch zu Ende bringen darf, ich habe dann angerufen und habe gesagt, hast du Lust, mich zu besuchen, kommst du mal vorbei. Dann ist die in den Zug gestiegen und ist von Siegen nach Aachen gefahren, haben wir in der Küche gesessen bei mir. Und dann sagst du, was soll ich denn jetzt machen? Da sage ich jetzt, also erstmal nicht Jesus verlassen. Ja, das ist schon mal wichtig. Ja, Jesus verlässt dich auch nicht. Dann musst du, was habe ich gesagt, nicht zum Himmel zurückgehen, so hieß der Gemeindeleiter. Das auf keinen Fall, das macht dich kaputt. Ja. Und dann guckst du halt mit deinem Freund, ob du denn irgendwann heiratest oder ob du dich trennst, da hat der Herr einen Weg für euch. Ja. Und dann ist die seelisch wieder nach Hause gefahren. Und die Gemeinde dort, die ist komplett explodiert. Und die sind in aller Herren Länder. Einer ist in Kroatien Missionar, einer ist in Salzburg Missionar, einer ist nach Bozen gegangen als Missionar. So war das mit der Gemeinde, ja? Ihr Lieben, wo es so besonders fromm ist, da ist besonders viel Fleisch im Spiel. Das ist so. Und ich weiß von Brüdern, die waren ganz, ganz fromm und die haben ganz unfromme Dinge getan, wenn keiner zugeguckt hat. Wo es so hyperfromm ist, da müsst ihr vorsichtig sein. So Sachen gibt's halt und die sind auch nicht schön zu erleben, aber dann versteht man auch ein bisschen vielleicht, warum der Paulus hier schreibt, wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, dann passt auf, dass ihr euch nicht komplett auffresst nachher noch. Ja? Wo ist denn dann noch Liebe? Wo ist denn dann noch mal Mitfühlen? Ja?
wenn jetzt sich einer scheiden lässt, dann wird geschimpft. Statt mal zu verstehen, dass da eine Tragik hinter ist. Ja, da ist eine Tragik hinter. Da leiden Kinder drunter. Vielleicht haben die zwei, die sich scheiden lassen, auch darunter gelitten. Ja, das ist ja jetzt nicht einfach nur, ja, und dann ist man manchmal so herzenskalt und weiß, jemand hat von diesen Leuten gesagt, das sind so eisgekühlte Bescheidwisser. Ja, die sind, und Gemeinden sind totgepredigt vor lauter Richtigkeiten. Ja, das ist leider oft so. Und dieses Mitfühlen, das heißt ja nicht, dass wir Sünde für gut heißen, aber dass wir ein bisschen mitfühlend einfach sind und mal verstehen, was in jemandem vorgeht, ja. Und vielleicht ist auch deswegen so, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wer selber eine schwere Lebensführung hatte und Klippen hat in seinem Leben, der versteht auch, wenn jemand anders von was erzählt, der sagt, oh, da kenne ich gut, das habe ich auch erlebt. Wie geht's dir denn da und damit? Das war bei mir so. Da merkst du plötzlich, oh, bei dem anderen, da löse ich ja was aus, da kommt ja was wieder, der weiß, wovon ich rede. Ja, ich habe ein Gegenüber gefunden, das ist ja was Tolles. Ja, also so kann man ja auch Christ sein, ja, und da sagt der Paulus, es ist bei euch, ihr beißt ja einen und fresst euch gegenseitig, zum Schluss esst euch noch komplett auf. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen, so? In Bern gibt es so einen Brunnen, der Kindlifresserbrunnen, ja, der steht auch da, hat so ein Kind, ja, so stelle ich mir das mit den Galatern vor, da frisst einer den anderen auf, ja, die Schweizer wissen, glaube ich, was ich da meine, ja, und Paulus sagt, ich aber sage, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Im Geist Christus nachzuwandern, das ist ein ganz schwieriger Vers. Weil daraus nämlich auch schnell abgeleitet wird, wenn ihr im Geist wandelt, dann sündigt ihr nicht mehr. Viele, viele, die diese Lehre vom reinen Herzen haben, die nehmen diesen Vers und sagen, der Geist Gottes gibt uns jetzt die Kraft, dass wir die Lüste des Fleisches ja nicht vollbringen. Ja? Das, was hier steht, ist aber keine Aussage darüber, dass wir perfekt würden im Glauben, sondern ein Vektor, ein Pfeil. Wandelt so, wie der Geist euch das vorgibt, dann werdet ihr automatisch nicht die Lust. Er macht doch ein Beispiel jetzt gleich dazu. Ich weiß gar nicht, wie ich das so ausdrücken soll, dass man das versteht. Er sagt im Prinzip, wenn ihr im Geist wandelt, dann werdet ihr auch nicht das Gesetz übertreten. Das meint er eigentlich. Er spricht ja auch nachher davon der Frucht des Geistes. Ja, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und er sagt, wieder diese ist das Gesetz nicht. Das heißt also, wenn ihr die Frucht des Geistes habt und diese Eigenschaften alle, verstoßt ihr damit nicht gegen das Gesetz. Und das meint auch dieser Vers. Der wird aber oft missgedeutet, als ob ihr perfekt werden könnten, wenn wir im Geist wären. Paulus sagt nur, eure Richtschnur ist der Wandel im Geist. Und dann werdet ihr auch nicht die Lüste des Fleisches tun, die das Gesetz verbietet. Ja? Heißt nicht, dass wir nicht mehr fallen könnten in Sünde. Ja? Das passiert immer wieder und das führt uns immer wieder zurück nach Golgatha. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist, sagt er, und der Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind wiedereinander, dass ihr nicht tut, was ihr eigentlich wollt. Manchmal sind wir auch von unseren Lüsten Gefangene. Meine Frau hat vor vielen Jahren zu mir gesagt, wie gehst denn du mit Anfechtungen um? Dann sage ich gehe nicht mit denen um, die gehen mit mir um. War ich froh, dass ich so eine kluge Antwort gegeben habe. Ja? Aber es ist manchmal so. Ja? Und manchmal bricht Gott auch einen starken Charakter. Den bricht Gott mit Lebensbrüchen, damit wir zerbrechen, damit wir stille werden, mal einfach, ich sage das ein bisschen flapsig jetzt, ja, einfach mal die Klappe halten. Ja, ein Bruder hat zu mir gesagt, jeder, der ein Lebensproblem hat, muss direkt ein Buch schreiben, statt mal die Klappe zu halten. Oh, sag ich, das ist ein wichtiger Satz, ja, den muss ich mir merken. Und Gott führt uns manchmal in vielleicht auch einfach in Sünde rein, wo Menschen fallen können. Und wo sie dann einfach auch still werden und mal nachdenklich werden und lernen, auch anderer Situationen zu verstehen. Ich kenne einen sehr bekannten Pastor, der war sehr gegen Ehescheidung und sehr streng hat er gepredigt und Bücher geschrieben, bis seine Frau weggelaufen ist. Und dann hatte der ein Problem. Und seitdem geht er da seelsorgerlicher um mit dem Thema. Und trotzdem habe ich mich gefragt, muss immer erst sowas passieren? Schreibt der sich jetzt selber frei, was er vorher nicht gemacht hätte? Ja? Versteht er das? Könnte es vielleicht sein, dass jemand eine gute und erfüllte Ehe führt und trotzdem Verständnis hat mit jemandem, dessen Ehe kaputt geht? Das wäre doch mal was.
Also das Fleisch gelüstet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch, dieselben sind wieder einander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Hättet ihr so einen Vers mal im Alten Testament finden können? Die Pharisäer haben zum Paulus gesagt, du bist ein ganz Schlimmer. Du schreibst ja selber, dass das Fleisch dich gelüstet. Wir haben den Römerbrief uns besorgt, wir haben Römer 7 gelesen. Da schreibst du ja drin, dass das Gesetz allerlei Gelüste in dir erregt hat. Und dass die Sünde in dir wach wurde. Du schreibst das ja wörtlich im Römerbrief. Wir haben uns die Kapitel, wir haben das hier bei dir. Du bist ein ganz Schlimmer. Du bist ein Irrlehrer. Ja, du bist vom Teufel selber. Und warum? Weil du Römer 7 geschrieben hast. Weil du sowas hier formulierst. Das Fleisch gelüstet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Das gibt es nicht im Alten Testament. Im Alten Testament war der Gottesmensch eins vor Gott. Diese sind wieder einander, die beiden Naturen, die sind wieder einander, sodass da ein Kampf in uns entsteht, ja? Dass wir sagen müssen, Herr Jesus, ich wollte das nicht, ich habe es doch wieder gemacht, ich habe mich halt gelüsten lassen, habe es wieder gemacht und es tut mir leid, ja? Und manchmal, sorry, ich bete manchmal und sage, Herr Jesus, das ist so gewesen, es tut mir nicht leid und ich bekenne es dir trotzdem, es war trotzdem falsch, weil ich will, dass du das weißt, ja? Einfach, dass nichts zwischen uns ist. Das heißt im Prinzip, dass ich das nicht billige. Ja, also wie der Paulus sagt, ich diene mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Das ist das hier auch. Ja? Der neue Mensch, der will. Ja? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja? Das ist das, was der Paulus hier immer wieder... Und das ist ein Trost für uns. Das ist keine Entschuldigung, in Sünde zu leben. Das ist ein Trost für Kinder Gottes, die unter Sünde leiden. Ja? Und der Paulus macht sich so angreifbar mit diesen Worten, dass die Pharisäer gesagt haben, du bist ein Irrlehrer, aber für den geistlichen Menschen ist das ein großer, großer Trost. Weil wir sonst nämlich denken, wie so, ich falle ja schon wieder in Sünde und ich war schon wieder neidisch oder ich habe wieder zu schnell gesprochen oder ich habe wieder nicht gesprochen, ich habe kein Zeugnis, ich habe mich geschämt für Jesus, jetzt schämt sich Jesus meiner auch, jetzt bin ich verloren. Ja, kann ich überhaupt Heilsgewissheit haben? Und diese ganzen, ganzen Fragen, die da sind, die ein Gotteskind wirklich in tiefe Not stürzen können auch, ja. Dafür sind diese Verse Gold wert. Das ist Labsal, das trinken wir. Das wissen wir nicht, das trinken wir. Da dozieren wir auch nicht drüber, da zeugen wir von. Ja, das ist was anderes. Wir berichten von dem, was wir da selber erlebt haben. Wir reden wovon, was wir gesehen haben und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an, weil ihr seid noch stark, ja? Ihr seid noch stark, ich will noch Christ sein. Ich will mein Christsein tun. Ich will auch für Jesus was tun. Ja? Du hast es so schön beschrieben da, ja? Ja? Und plötzlich merkt man, dass er was für mich getan hat. Das ist ein Geheimnis. Und dann sucht man was anderes. Ja? Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ihr seid auch nicht unter dem Fluch des Gesetzes und auch nicht unter den Werken des Gesetzes. Und dann nennt er das mal, was Fleisch ist. Ja? Er spricht von den Werken des Fleisches und von der Frucht des Geistes. Das tut man, das wächst. Ja? Und er schreibt, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind, Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, altes Lutherdeutsch, ja? Parteiungen steht da in anderen Übersetzungen, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch zuvor gesagt habe und sage noch zuvor, schon wieder eine Wiederholung, ja, dass die solches tun werden, das Reich Gottes nicht erben. Das sind Werke des Fleisches. Da ist das Ich ist da dran. Und ich habe dir auch durchgezählt, das sind 18, das ist 3 mal 6. So habe ich es gehört und gelernt. Ich habe es eben nochmal durchgezählt, ob das auch stimmt. Kann man was mit anfangen oder nicht, ja? Scheinbar 18 ist 3 mal 6, ob das antichristlicher Geist, Werke des Fleisches sind, ja? Nur für den Hinterkopf mal, ja? Muss nichts heißen, ja? Aber Paulus beschreibt diese Werke des Fleisches, die sind offenbar und die sind in der damals griechischen Welt auch sehr offen praktiziert worden. Ja, das galt schick, dass man nicht nur eine Frau hatte, sondern auch noch einen kleinen Jungen, den man mit durchgefüttert hat, weil man sich da vergnügt hat dran. Das war in der griechischen Welt ganz normal. Und dann sagt der Paulus, das ist offenbar, das sind die Werke des Fleisches. Ja? Unreinigkeit, Unzucht, Homosexualität, Promiskuität, zum Teil schlimmere Dinge. Ja? Das war da ganz üblich. Und ich glaube, dass dieser Geist Christi, der reinigt uns auch von solchen Sachen irgendwo. Ja? Vielleicht dauert das eine Zeit, aber Gott hat auch Homosexuelle lieb, keine Frage. Ja?
Aber wie weit wollen wir Christen gehen? Und ja, wir haben gestern im Auto darüber gesprochen, ja, dass man die auch umarmen soll. Ich habe auch homosexuelle Freunde. Das sind sehr taktvolle Leute. Manche sind viel taktvoller als Christen, die ich kenne. Und es sind Schwule, sorry, ja? Ist das Nächste nach der Homosexualität dann mit Tieren rumzumachen und zu sagen, Jesus hat mich lieb? Wie weit geht das denn in Sodom? Und wir leben in Sodom. Ja? Wie weit wollen wir da gehen? Gut, also den Werken des Fleisches stellt Paulus gegenüber die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Kennt ihr jemanden, wo ihr sagen würdet, ich kenne kaum jemanden, der so freundlich ist wie der und der ist Christ? Das wäre doch schön, ne, wenn man das sagt. Ein freundlicher Mensch. Oder jemand, der vielleicht gütig ist. Kennt ihr jemanden, wo ihr sagen würdet, der ist Christ und das ist ein gütiger Mensch? Gütigkeit. Was, ja, mitzuteilen. Das ist doch schön. Oder ein sanftmütiger Mensch, ja? Gibt auch temperamentvolle Leute. Die können doch trotzdem sanftmütig sein, ja? Wir kennen eine Glaubensschwester, die hat eine sehr raue, laute Stimme. Aber so herzlich, ja? Und man muss wirklich dahinter schauen, hinter die Stimme, bis man das Herz da findet. Da findet man ein großes Herz, ja? Aber die Stimme ist so laut und so rau, dass man erst erschrickt davor, ja? Aber ein ganz feiner Mensch, ja? Und manchmal muss man dahinter schauen, ja? Auch Keuschheit, ja? Enthaltsamkeit. Und dann sagt der Paulus, diese Frucht des Geistes, die ich hier genannt habe, die hat diese Eigenschaften und gegen die ist das Gesetz nicht. Das heißt, wenn wir in den Eigenschaften wandeln, dann übertreten wir das Gesetz nicht. Und das ist das, was er vorher gesagt hat. Ja? Da ist der Hund auch einverstanden. Ja? Und jetzt kommt eine letzte Passage und dann kommen wir auch zum Schluss. Die ist wichtig auch nochmal. Er sagt, die Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Das habe ich hier auch mir unterstrichen, weil das klingt erstmal sehr sadistisch. Ja? Das klingt asketisch. Das klingt so mittelalterlich. Aber eigentlich muss man auch diesen Vers nicht so verstehen, wie man den so im Bauch meint, auslegen zu können, sondern im Gesamtzusammenhang der Schrift, dass Paulus also sagt, wir sollen sein wie Christus, wir sollen Christus darstellen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz und das Gesetz ist auch nicht das, was uns eigentlich als neuen Menschen angeht. Unsere Aufgabe ist, Christus darzustellen und im Übrigen, was das Fleisch angeht, könnt ihr das genauso machen, wie der Herr Jesus auch gemacht hat. Einfach kreuzigen. Schnell gesagt, gell? Ich will damit nur sagen, hier geht es jetzt nicht darum, irgendwelche masochistischen Praktiken an den Tag zu legen, sondern hier geht es darum, dass der Paulus sagt, das Gesetz verbietet ja auch bestimmte Dinge, ja, und gibt einen bestimmten Rahmen vor. Unser Gesetz ist Christus und was das Fleisch angeht, macht es genau wie Jesus. Haben gekreuzigt, ja, Elberfelder übersetzt es so, ja, ist richtig. Das hilft auch zum Verständnis, ja, wir haben gekreuzigt, ja, ja. Das wäre dann bei der Elberfelder, würde das eher so die Stellung betreffen. Wir sind schon mit Christus mitgekreuzigt. Beim Luther geht es eher um den Wandel, ja, die Lebensform. Ja, so wie wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, das ist das, was er hier zusammenfasst. Und vielleicht das noch, und dann der letzte Vers, lasst uns nicht eitler ehrgeizig sein, einander zu entrüsten und zu hassen. Ja, nicht egomanen zu sein, sondern mitzuteilen und in Christus zu leben. Wandel und Stellung ist für mich eine ganz wichtige Formulierung, um zu verstehen, wo wir hingekommen sind. Unsere Stellung ist in Christus das, was Gott uns als Eigenschaft geschenkt hat, ein neuer Mensch zu sein, ist unsere Stellung. Und unser Wandel ist dem entgegen die Lebensführung, so wie wir uns verhalten, wie wir unser Leben führen, mit unserem Ehepartner, mit Geschäftsfreunden, mit Freunden in der Familie, mit den Kindern, wie wir damit umgehen. Und die beiden Dinge sind unterschiedlich. Unsere Stellung in Christus ist 100%, das ist unser großer Trost. Und daran halten wir fest, das ist unser Heil. Ja? Das ist die Stellung in Christus, die hat auch keine Eintrübung oder Minderung auf 99,9%. Es ist immer 100%, auch nicht 101, 100. Es ist perfekt in Christus, vollständig. Das ist unsere Stellung in Christus. Ja? Geheiligt, geliebt, angenommen und wir werden nach Hause gebracht. Unser Bürgerrecht ist jetzt schon im Himmel. Wir haben jetzt schon ein Angeld auf die Ewigkeit durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Epheserbrief, ja? Und unser Wandel ist oft das Verhalten, was wir an den Tag legen. Und das kann mangelhaft sein, das kann auch vorbildlich sein. Ja?
Und diese beiden Dinge, Stellung und Wandel, die muss man gut trennen, auch in den Predigten. Und ihr bekommt heute in den Gemeinden zu 99,9% Predigten, die nur den Wandel betreffen. Mein Alltagsleben und meine Sorgen. Ja? Wie kann ich Jesus gemäß leben? Und ihr bekommt heute so gut wie kaum mehr Predigten, wo es um den geistlichen Menschen geht, um die Stellung in Christus. Das gibt es kaum mehr. Und noch viel weniger gibt es, dass man beides gegenüberstellt und mal deutlich macht, weil es für uns eine seelsorgerliche Hoffnung ist. Ja, eine Wahrheit, die uns Trost ist und die wir behalten im Gedächtnis Jesu Christum, sagt Paulus an den Timotheus. Vergiss das nicht. Ja? Wenn wir diese Unterscheidung und diesen Trost in Christus nicht haben, dann würden wir verzagen, weil das, was der Geist Gottes mit uns macht, ist, dass er unsere Persönlichkeit in ihrer ureigensten Eigenschaft angeht und bloßstellt im Licht Gottes. Ja? Ein Psychologe würde sagen, das kann eine Seele überhaupt nicht aushalten. Ja? Weil man sieht sich ja manchmal im Licht Gottes und erschrickt über sich auch und sagt, was ist denn noch möglich in mir? Ja? Und diese Dinge können wir nur dadurch aushalten, dass wir sagen, das ist uns vergeben in Christus. Herr Jesus, ich danke dir. Jetzt verstehe ich langsam, wie wichtig das für mich war, dass du für mich gestorben bist. Daran festzuhalten. Ja? Und dann wird eine Persönlichkeit neu. Wenn aber das Evangelium und der Trost in Christus nicht gepredigt wird, sondern immer nur dieses Gesetz noch obendrauf, dann gehen die Seelen kaputt. Ja? Und dann kocht man das Böcklein in der Milch der Mutter, wo das Evangelium doch zum Starkwerden war, macht man so gesetzlich heiß. Ja? Und da gehen Menschen drunter kaputt. Und ihr Lieben, da ist mir lieber, man predigt Jesus hat dich lieb, als dass man einmal so unkontrolliert mit diesem zweischneidigen Schwert in dem offenen Bauchraum rumfuhrwerkt, ja, oder in den Seelen rum, ja, und so viel kaputt schlägt da. Ne?